الولي، dass kein einzige Schwester darf ohne Wali heiraten. Wir sagen das tausendmal, weil es gibt immer noch Probleme. Gibt es auch so viele Brüder, die auch viele Schwestern auch ausnutzen. Die sagen, ich bin für dich ein Wali und gleichzeitig auch bin ich auch für dich ein Mann. Und da der Bezirk einfach ein Mann von der Straße, ein Peter oder ein Wolfi oder jemand andere, und der sagt, das ist auch für dich eine Wali. Und danach, nach 3-4 Tagen, der Bruder sagt, ich habe keine Lust mehr. Und das ist ein richtiges also Problem. Deshalb jede Schwester muss richtig aufpassen. Deshalb, das ist inshallah der zweite Teil von keine Schwester darf ohne Wali heiraten. Und wir haben gesagt, dass Abu Hanifa hat das erlaubt. Er hat gesagt, eine Frau darf ohne Wali heiraten. Aber Jumhur al-Ulama, die Mehrheit von Gelehrten, wir haben gesagt, keine Frau darf ohne Wali heiraten. Und von diesen Gelehrten sogar auch As-Sahaba und Tabi'in. Beispielsweise Al-Shafi'i, Rahimahullah, und Malik ibn Anas und Ahmed ibn Hanbal und von Sahaba war auch unsere Mutter Abu Huraira, Umar ibn Khattab und Ali und so viele Sahaba radiyallahu an ajma'in und auch so viele Tabi'in, genau wie Muhammad ibn Sirin und auch Sa'id ibn Musayyab und viele. Sagen wir nur ein paar Aussagen von Sahaba, was sie auch über die Sachen auch gesagt haben, dass keine einzige Frau darf ohne Wali heiraten. Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, sagte, لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. Keine einzige Frau darf ohne Wali heiraten. Sie muss jemand, also erstens Wali, nehmen, wenn sie auch kein Wali hat, in diesem Fall, als Sultan, Wali, man la Wali له. Und auch Amir al-Mu'minin, كذلك Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, قال, أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Dass diese Heirat, was die gemacht hat, obwohl das kein Heirat ist, هذا زواج فاسد باطل لا يقبل, wird nicht akzeptiert. فإن نكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي. Und auch Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه قال في الحديث الذي رواه عبد الرزاق بإسناد حسن لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. Kein einzige Frau darf ohne Wali heiraten. Weil man erlebt auch heutzutage auch so viele Schwestern, die sagen, es ist kein Problem. Ich kann einfach nur mit einem Bruder heiraten. Ich kann jemand besorgen und der ist für uns ein Wali. Obwohl sie richtige Wali hat, obwohl sie Vater hat, obwohl sie Opa hat, obwohl sie auch Bruder hat und so weiter. Sie hat der richtige Wali, aber sie macht ein Nikah, Fragezeichen, beim Verstecken, und sie denkt, dass die mit diesem Bruder verheiratet ist. Und das ist nicht erlaubt, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, أيما امرأة نكحت أو نكحت بدون وليها فهي أو فنكاحها باطل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.